Hallo meine lieben Zugucker und Zuguckerinnen und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Dark Souls Prepare to Die Edition. Kurze Erklärung zu dem Spiel. Das ist ein Action-Rollenspiel, was, sag ich mal, Rollenspielern auf der ganzen Welt mal so richtig die Meinung sagen will. Das heißt, das Spiel ist bockschwer. Es gibt in dem Spiel keine Map, keine Quests zu erledigen. Das Einzige, was passiert mit uns, ist, dass wir... Ja, sagen wir mal, in eine Welt geschmissen werden, mehr oder weniger, die uns jederzeit sagt, dass wir da wirklich nicht willkommen sind. Und so müssen wir uns dann mehr oder weniger von einem Ort oder von einer Etage oder auch nicht Etage, eigentlich doch von einem Ort zum anderen durchschlagen, ohne irgendwelche Hilfen, ohne irgendwelche Kumpanen, einfach nur mittendurch. Und das Coole an dem Spiel ist, man weiß ja nicht, wo es lang geht, weil man keine Map hat. Bedeutet, wir könnten auch einfach mal falsch abbiegen und levelmäßig absolut unterlegen sein und schön auf die Fresse kassieren. Das ist in dem Sinne ziemlich ärgerlich, weil ab, wie war das, ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo mein Level aufgestiegen ist und Erfahrungspunkte sammelt und dann stirbt, sind alle Erfahrungspunkte fort. Das heißt, da muss man nochmal neu anfangen, ab dem einen Checkpoint, den man dann passiert ist. Und das könnte sich doch ein bisschen nervig anhören und nervig spielen. Aber ich sag mal, das ist ja so der Reiz von dem Spiel. Und ich habe mir gedacht, deswegen mache ich das auch. Ich habe von mehreren Seiten mal gehört, dass es ja, gemocht wird, wenn ich so ein bisschen ausraste. Und in dem Sinne habe ich mir gedacht, hole ich mir einfach mal das Spiel, da ich einen Bericht bei GameOne.de gesehen habe. Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Das Spiel ist, ich habe das gerade installiert, gerade gestartet. Das heißt, ich spiele es absolut blind und ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert, wie das Inventar funktioniert, wie das Klassensystem funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Deswegen seid ein bisschen rücksichtsvoll, wenn ich im ersten Moment nicht weiß, was passiert, was ich machen muss und falls wir ziemlich auf die Fresse kriegen. Kurze Info, nochmal vorweg, die offizielle URL von Dark Souls heißt preparetodie.com. Super cool, super Internet-URL. Ich habe mich wirklich fast von Zug geschmissen, so witzig war das. Ja, nein, in dem Sinne, wir fangen jetzt einfach mal an. Und es ist noch sehr rustikal, ich höre auch hier irgendwie keine Musik. Ah, jetzt. So, die Helligkeit anpassen. Huch, wie mache ich das denn? Ah ja, hier. Helligkeit anpassen, bis Flamme sichtbar und Drache unsichtbar ist. Ach, da war wirklich ein Drache. Oh, ich muss hier... Moment, ich muss mal ganz kurz die Jalousien ein bisschen runter machen. Geht bei mir per Knopfdruck, finde ich prima. So, Drache ist so bei mir unsichtbar. So ist es unsichtbar. Na, 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 Autozielen, Wandmeidung, von mir aus Vibration, Blut zeigen. Na, 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 na. Stimmen machen wir ein bisschen höher, Musik ein bisschen runter und dafür Effekte höher. Xbox Live, na, brauchen wir jetzt nicht. Dürfte eigentlich so passen, den Rest können wir noch einstellen. So, was ist jetzt? Oh, schön, wir können uns einen Charakter erstellen. Alles klar, das machen wir doch auch gerade mal. Charaktername eingeben, natürlich. Ach, wieder mit der super, na, wie heißt's, mit dieser super Tastatur. Moment, machen wir mal hier, ob das so klappt. Na, na, na. Ja, normalerweise ist bei mir das T groß darunter. Keine Ahnung, habe ich einfach mal irgendwann mal gemacht, habe es dann beibehalten, aber bei YouTube und ähnliches, scheiße, geht nicht. Gut, dann bleiben wir einfach beim Goodnatured. So, Geschlecht. Was sind wir denn mal für ein Geschlecht? Wir sind... Nein, wir sind männlich. Wir sind richtige Männer. Okay, was spielen wir denn für eine Klasse? Krieger, was kann der? Furchtlose Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke und Beweglichkeit. Niederer Ritter, hohe Vitalität, solide Rüstung, das heißt viel Energie oder was und gute Rüstung, das hört sich gut an. Vagabund, zielloser Wanderer, führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit, und das hört sich eigentlich ganz gut sein. Dieb, schuldgeplagter Dieb, hohe kritische Treffer, hat Generalschlüssel, ach ja. Bandit, wilder Bandit, hohe Stärke, führt schwere Axt. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das dann so ein Ork ist oder, naja, ist auch egal. Jäger. Bogenführender Jäger, im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Nein, das wird nicht unser... Winheimer Zauberer, Drachenschule, wirkt Seelenzauber. Moment, ich muss mal ganz kurz husten. So, da bin ich wieder. Was ist das hier? Ein Feuermensch oder was? Pyromant. Vom großen Sumpf wirkt Feuerzauber, führt eine Handaxt. Hm.
Ein Kleriker, jetzt musste ich erst an Chorlehrer denken. Auf Pilgerfahrt, führt eine Keule und wirkt Heilwunde. Das ist auch gar nicht so schlecht. Was sind das? Bettler, mysteriöser Nackter, nur mit Keule und Holzschild bewaffnet. Das ist eigentlich ganz witzig, ne? Krieger ist furchtloser Krieger, Waffenexperte, niederer Ritter, hohe Validität. Puh, was machen wir denn da? Ich hätte ja gern sowas wie ein Zauberer auch. Wo ist denn hier links Zauberei? Alles klar. Okay, den nehmen wir nicht. Ich schließe hier schon mal aus. Bettler ist eigentlich ganz witzig. Der hat eigentlich alles auf 11, gell? Nee, wir sind aber kein Bettler. Kleriker auf Pilgerfahrt. Führt eine Keule. Es ist jetzt so die Frage, ne? Pyromant nehmen wir nicht, oder? Vom großen Sumpf. Wirkt Feuerzauber. Führt eine Handaxt. Ja gut, ich weiß es jetzt nicht. Nee, Gierzauberer nehmen wir definitiv nicht. Jäger auch nicht. Bandit erst recht nicht. Dieb ist ganz praktisch, aber nein. Das ist ein Vagebund. Zielloser Wanderer. Führt Krummsäbel und irgendwas anderes. Beweglichkeit, Vitalität. Okay, also entweder nehmen wir den oder den hier. Ich muss noch mal ganz kurz abwägen. Wille. Okay. Das ist jetzt so die Frage, ne? Was machen wir denn da? Puh. Ich mag ja eigentlich so einen Ritter, aber Vagebund ist halt auch cool, ne? Vitalität, Zauberer, Kondition. Nur mal ganz kurz gucken. Wisst ihr was? Wir nehmen den. Ja, wir nehmen den. Nee, wir nehmen den nicht. Oder? Niederer Ritter, hohe Vitalität, führt Krummsäbel. Nee, hier kommen wir in den Ritter. Welche Gabe haben wir denn? Keine Gabe, wäre ein bisschen blöd, ne? Göttlicher Segen, Elixier des weißen Pfades, heilt jegliche Verletzung, das ist schon mal sehr gut. Explodiert beim Aufprall, tödlicher als Standardbombe. Nee, menschlicher Rest, winziger Rest an Menschlichkeit, an Leichen zu finden. Okay. Fernglas, rückt entferntes näher, das ist auch ganz cool. Amulett, ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsam Reisen. Ja, super. Generalschlüssel, öffnet alle normalen Schlösser für Diebe ohne eine Grundausrüstung. Was? Winzwesenring. Stammesring, gewährt kleine Zunahme von TP, werden ausgerüstet. Alter Hexenring, Geschenk einer Hexe. Uralter Ring, verstärkt Pyromantie. Was? Pyromantie. Ja, was machen wir denn da? Elixier des weißen Pfades, heilt jegliche Verletzung. Das ist eigentlich ganz cool. Und hier das. Hier. Hier kommen wir. Wir nehmen einfach mal hier den göttlichen Segen. Figur, was machen wir denn? Wir sind kräftiger Rumpf. Wir sind nämlich ein durchtrainierter Mensch. Also wie ich halt, ne? Okay, was ist denn gespenstisch? Geht nein. Wir nehmen hier den kräftigen Rumpf. Was haben wir denn als Gesicht? Nein. Okay. Nein. 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 Ferner Osten. Okay. Wir bleiben doch einfach mal hier bei. Der sieht mir doch ähnlich aus irgendwie. Hier, guck doch mal, was der für einen Bullennacken hat. Alter Vater. Nicht schlecht. So, Frisur, was nehmen wir denn mal? Geheimratsecken. Das würde eigentlich gerade zu mir passen. Ich frag mich, wann ich endlich meine Glatze kriege. Ehrlich, ich habe so Geheimratsecken, die gehen mir fast ein bisschen hinten zum Kopf rein. nein, es gibt nichts Schlimmeres als ein Pferdeschwanz. Nein, wild auch nicht. Mittelscheitel, nein. Mittellang, lockig, nein. Nee, hier, wisst ihr was? Wir nehmen die Geheimratsecken. Tun wir die? Kurz. Nee, wir nehmen hier kurz und Haar. Was haben wir denn für Haare? Was machen wir denn? Wir sind ein ganz normaler Mensch. Und wir sind hellbraun. Ja, das sieht gut aus. Und können wir da irgendwie die Ausrüstung verdingsen? Ja, es bringt ja übrigens auch sehr viel, die Frisur auszuwählen. Das Gesicht sieht man sowieso nicht. Machen wir wirklich Ritter? Machen wir wirklich diesen Ritter? Zielloser Wanderer führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit, hohe Vitalität. Nee, wir nehmen den Ritter. Ja, ich möchte mit diesem Charakter das Spiel beginnen. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold,
life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Wow. Das war ein ultra cooles Intro, ehrlich. Das war ein super Intro, das habe ich so ein gutes Intro habe ich ewig nicht mehr gesehen. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Nördliches Asyl der Untoten. Okay. Gut, ich kann mich wenigstens ein bisschen bewegen. Ich muss wahrscheinlich Leiche plündern. Okay. Jetzt, so eine Art Tutorial wäre super. Ich habe nämlich... Okay, das ist
einschlagen. Das ist ausholen. Was habe ich denn da? Naja. Okay. Okay, ich verstehe. Ich müsste mal ganz kurz... Ach ja. Okay, das hört sich... Das, oh Gott, das wird noch witzig. Was haben wir denn hier? Nach unten zahlt... Ah, das ist cool. Was ist das denn hier? Ein Gebet. Okay, gut. Was ist das hier? Hier kann ich Gegenstände anzeigen, Ausrüstung auswählen, Status anzeigen, Optionen anpassen und Spiel verlassen. Kann ich speichern oder sowas? Ha! Nö. Ich glaube nicht. Zumindest nicht alleine. Okay, muss ich mal irgendwie gucken, wie wir das mit dem Speichern machen. Egal. Was haben wir denn hier? Nichts. Na gut, dann gehen wir hier einfach mal da lang. Ich weiß nicht mal, wo ich hier lang muss. Und wie blocke ich? Hi. Ich würde ja gerne... Ah, okay, der scheint irgendwas zu machen. Zu beten oder so. Ich würde ja gerne... Was kann ich denn mal hier? Nachricht lesen. Rechter Stick, Kamera. Ach, ehrlich. Okay, das hätten wir schon. Ah ja, das wird wohl diese Art Tutorial sein. Super. Ist das Angriff? RB. RB ist rechts B. Ne? Okay, den hätten wir mal platt gemacht. Können wir den plündern? Ist ja doof. Okay, den können wir nicht plündern. Was ist das denn? Oh, na klasse. Okay, Nachricht lesen. Schwerer Angriff. Ah ja, okay. Das ist einfach nur Attacke und das ist schwerer Angriff. Alles klar, das kriege ich hin. Hi. Uah, geh weg. Okay, habe ich denn irgendwas abgeschlagen? Sah so aus. Linker Stick und B halten, um zu sprinten. Alles klar. Das hätten wir schon mal. Das ist ja ein super Tutorial. Wirklich. Ich traue mich hier gar nicht rumzulaufen. So, was ist das hier? Drücken für Zielfixierung. Ein Aus. Ah ja. Das ist natürlich sehr praktisch. Da wir den nämlich dann schön auf die Fresse hauen können. Ah ja, und so springen wir. Das ist super. Und tschüss. Der ist weg. Okay, was ich euch noch kurz dazu erklären muss. Wir bekommen pro gekillten Gegner Seelen dazu. Diese Seelen können wir benutzen, um Heiltränke, sag ich mal, zu kaufen oder unsere Ausrüstung zu verbessern. Also Schwerter, Rüstung zu verbessern oder sämtliche Sachen. Das ist so eine Art Währungssystem. Das heißt, immer schön töten und Seelen sammeln. Wie im echten Leben halt. Gibt's irgendwo noch eine... Nee, gibt's nicht. Oh Gott, ich bin ja mal gespannt. Ganz hoch gucken können wir auch nicht gucken. Was gibt's denn hier noch? Gibt's denn noch irgendwas? Nee. Der läuft irgendwie leicht verkrüppelt. Na, macht ja nichts. Was ist das denn? Am Leuchtfeuer rasten, um regenerieren. Wo ist denn hier das Leuchtfeuer? Ne, das da? Ehrlich? Können wir dann speichern? Ah ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob wir jetzt gespeichert haben oder nicht. Dann verlassen wir das einfach mal. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? So speichern oder irgendwas? Aha, aha. Nö. Partie beenden. Nein. Quatsch. Speichern kann ich hier leider nicht. Das finde ich ein bisschen blöd jetzt. Ich würde gerne mal wissen, wie ich speichern kann oder ob ich jedes Mal zu so einem Leuchtfeuer muss. Na gut, egal. Erkunden wir erst nochmal hier ein bisschen die Gegend. Vielleicht finden wir hier irgendeine kleine Ausrüstung. Mal mit so einem abgefuckten Schwert können wir, glaube ich, nicht viel machen. Nö, ich glaube, das war's hier. Ah, da hinten ist doch eine Tür. Was? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Sauerei.
Ja, ihr merkt schon, das Spiel ist ein bisschen rustikaler. Bedeutet, ja, ich glaube, wir kriegen hier ziemlich auf den Sack. Na komm, mach das Ding auf. Ach, genau, was mir einfällt. Das Spiel ist ein inoffizieller Nachfolger von Demon's Souls. Also deswegen inoffiziell, weil es eigentlich nicht Demon's Souls 2 heißt, sondern, es gab halt 2009 ein Spiel, das war so ähnlich, hieß Demon's Souls, und hier ist jetzt der inoffizielle Nachfolger, ist klar. Sieht aus wie Demon's Souls, spielt sich wie Demon's Souls, deswegen sagt man auch im Fachjargon Demon's Souls 2 zu meinem Spiel, was ich hier habe, Dark Souls. Fuck, was ist denn hier? Weg hier! Ach! Mach Dinger! Oh. Und wohin? Oh. Scheiße, Alter! Ich würde ja gern aufstehen. Lauf! Lauf! Heiliger Bimbam! Oh, Scheiße! Alter! Ja, okay. Das war überraschend.